Ja, ich begrüße euch zu einer neuen Folge We Love Tools. Heute mal von der Baustelle. Ich mache hier gerade eine Decke bei mir rein. Und ja, die Direktabhänger habe ich gebohrt und dann mit Dübel, mit Deckennageldübel. Und das U-Profil, das schieße ich fest mit einem sogenannten Setzgerät. Das hier ist jetzt das Hilti BX3-22. Das hat schon die Neurontechnik, also das ist ein ganz neuer Akku von, oder ziemlich neu von Hilti. Oh, ich komme mal ins Bild. Und wofür ist so ein Gerät? Also man kann damit sämtliche Sachen befestigen, wie zum Beispiel die U-Profile. Man kann auf den Boden schießen, wenn man zum Beispiel eine Fußbodenheizung hat, dann kann man hier ganz kurze Nägel reinmachen von 16 mm, um Ständerwerk praktisch auf dem Estrich zu befestigen, ohne die Fußbodenheizung zu treffen, weil die Fußbodenheizung ist immer so 40 bis 50 mm unterm Estrich. Also die ist praktisch immer auf dem Styropor oder Styrodur, was auf dem Boden ist. Und darüber kommt der Estrich und der ist ja nie so dünn. Aber wenn man bohrt, kann es natürlich sein, dass man mal zu tief kommt, wenn man eine Leitung ein bisschen höher ist. Und dafür ist natürlich so ein Setzgerät absolut ideal. Also mit dem hier bin ich super zufrieden. Es gibt verschieden lange Nägel, je nach was für einen Untergrund man hat, was für ein Mauerwerk man hat. Und dazu kommt noch, dass man damit auch in Stahl schießen kann. Also es gibt spezielle Nägel, die sind noch mal härter und die sind etwas kürzer. Müsste ich jetzt lügen, ich sage jetzt kein Maß, ich glaube 14 mm. Und damit kann man dann auch in Stahl schießen. Wenn man, ich mache ja immer gerne Beispiel, wenn man zum Beispiel einen Doppel-T-Träger hat, möchte den verkleiden. So, wie kriege ich jetzt Material an den Doppel-T-Träger? Kann man kleben, ja, aber man kann es halt auch mit so einem Setzgerät schießen. Die Hersteller hören eigentlich ungerne, dass man schießen sagt, weil es ist ja keine Pistole oder so. Aber es hat eigentlich den Effekt von schießen. Naja, aber ist so. Ja, und dieses Setzgerät ist relativ leicht. Handlich ist es auch, ergonomisch. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert, wenn ich mir so einen Nagel mal oben ins Profil reinsetze. Also ganz wichtig dabei, was für die Ohren, Ohrenschutz und natürlich auch für die Augen. Ja, das wird dann einfach angesetzt. Ich habe mir hier vorher ja Linien gemacht. Das war es schon. Profil ist jetzt bombenfest. Und das ist halt mit Akku. Ihr kennt das vielleicht auch mit einer Gaskartusche und sowas. Aber mit dem Akku ist einfach super. Von dem Gas habe ich persönlich früher immer Kopfschmerzen gekriegt. Das riecht unangenehm, wenn dieses Gas halt ausströmt für den Schuss. Und diese Akkutechnik, ach, Wahnsinn. Und vor allen Dingen, das hält so dermaßen lange mit so einem Akku. Wenn er leer sein sollte, kurz aufladen und dann ist auch schon wieder Arbeiten angesagt. So, ich gehe mal ein Stück weiter. Bombenfest. Da geht nichts mehr los. Und ihr müsst mal überlegen, was für eine Zeitersparnis, das ist, wenn man nicht bohren muss. Ihr seht, wie schnell es geht. Angesetzt. Ja, und dann ist man total schnell durch mit solchen Befestigungen. Man kann auch damit für den Installateur, für den Elektriker direkt schon Schellen, Kabelschellen, Rohrhalter. Für den Boden kann man direkt die Rohre mit fixieren. Da gibt es extra Aufsätze für Elektriker und Installateur. Und
Dann wird nur die Spitze hier, diese Spitze hier vorne getauscht, einfach rausgenommen und dann kommt eine andere Spitze drauf, so dass dann auch diese Kunststoffteile, zum Beispiel für Kabelschellen oder für Kabel, dann schön passgerecht drin sind, pufffest und man braucht nichts mehr zu bohren. Ja, ich denke mal, solche Sachen sind auch gut für euch. Ich verlinke sie mal. Das ist meistens was oder ist eigentlich für die Selbstständigen von euch, die vielleicht überlegen, sich so ein Setzgerät zu holen. Es gibt natürlich auch von anderen Firmen, von Bosch, von Spit, von allem möglichen. Bosch hat auch übrigens eins rausgebracht, ist auch sehr gut. Funktioniert auch mit Akkutechnik und von Spit das immer noch mit Gas. Und also ich bin von Gas abgekommen, alles mit Akku. Und die Akkus passen auch auf die Bohrmaschinen, auf das komplette Sortiment von Hilti. Und das gleiche gilt dann auch für Bosch. Ja, ich werde jetzt hier mal weitermachen. Ich hoffe, das war wieder interessant für euch. Bleibt dran, kommen immer neue Werkzeuge als Vorstellung. Bis dahin, tschüss, euer Dirk.